Oh, wie bitter. Pickup weg und Helikopter weg, ey. Vor allem der Pickup, Alter, den hatten wir ja schon die ganze Zeit. Ja, ja. Ja, aber es ist immer Nachserver Neustart. Ich weiß nicht, was da jetzt wieder schiefgelaufen ist. Da steht der Pickup auch noch da hinten, wo er vorher war, weißt du? Ja, ja, weil wir da als letztes vor safe gemacht haben, klar. Ich rechne fest damit, dass wir jetzt gleich dort nochmal auf die Sachen treffen. Deswegen sollten wir uns... Jungs, der ganze VOD-Clan ist auf dem Teamspeak da. Das sind 2, 4, 6, 8. Ben, Zodiac, Codswag, Coltrane, Dibok, Evil Elvis und Out for a Kill. Und wollen sich beschweren. Nee, die sind in, haben einen eigenen Channel da sogar. Cool. Alter Mann, wo ist denn jetzt Richie? Lauf einfach los, hat er Pech gehabt, Alter. Ohne Witz, so eine Scheiße hier bräuchte ich nicht. Ja, immer cool bleiben. Nein, das pisst mich jetzt gerade richtig an, Alter. Wir haben uns das richtig erkämpft gerade und dann kommt so eine Kacke hier. Ich weiß, mich ärgert das auch, gerade der Helikopter, aber vielleicht haben wir Glück, Jungs. Vielleicht haben wir Glück. Wenn ich den Helikopter da sehe, werde ich selbstverständlich mit Max sofort... Nee, der Max bleibt im Auto, ich nehme Heli und ab geht's. Ne? Ja. Ja. Dann hole ich euch selbstverständlich alle mal eben kurz ab, so gut wie es geht. Fliegen müsste ich noch drauf haben. Wir jetzt, ja, wir sind 7 Kilometer entfernt. Ne? Wir schon irgendwie hin. Hoffentlich das sieht uns keiner. Das Wettrennen an, Alter. Mhm, ja. Genau das. Ich bin noch 13 Kilometer entfernt. Und ich muss am Airfield vorbei. Der Hammer wäre ja eigentlich im Grunde genommen, wenn der jetzt wirklich komplett despawned wäre, weil dann verstehe ich die Mechanik nicht an der ganzen Sache. Ja, geht mir genauso, weil ich, da kannst du ja irgendwie gar nicht sagen, zu welchen Konditionen der verschwindet, weißt du? Weil das Ding ist halt einfach, was ich mir so vorstelle, ist, entweder war der letzte Befehl für Forsafe halt nur mal zu spät und die Sache mit dem Stealth-Hawk ist gewesen, dass wir ihn ja weder bei uns an der Base hatten, noch dass wir den Stealth-Hawk dort gefunden haben, wo er eigentlich ist. Wenn nämlich jetzt hier der Orca weg ist, dann... steht er auch ganz woanders. Dann respawnt er. Ja, ich bin 2 Kilometer weg. 2 Kilometer bis man entfernt. Mhm. Okay, nice. Du weißt ungefähr, wo der lag, soll ich es... keine Ahnung. Der lag am Berg irgendwie, ne? Also von der Lagerhalle. Du hast ja auf der Karte hast du den 142er Berg und den 164er Berg. Mhm. Überhalb nördlich. Und genau dazwischen. Okay. Da ist ja so ein kleines Stück Wald, genau zwischen den beiden Dingern da. So zwei Wälder so nacheinander. Sieht aus wie eine Sonnenbrille. Okay. Und da inzwischen. Ich versuche mein Bestes. Ich sprinte jetzt auch. Ich glaube, dass mein Sound viel zu laut ist. In den Aufnahmen habe ich gehört, die Schüsse. Boah! Kriegst ja einen Schock. Also gut so. Realismus. Ich habe mich jetzt mal demonstrativ Overdosed SEK im Teamspeak drüben genannt. Mal, ob irgendwas kommt. Ich frage mich, ob es Deutsche sind. Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Ja. Das wäre cool. Aber wenn das so viele sind... Ja, nicht. Es sind nicht so viele auf dem Server diesmal. Es sind 4 Leute drauf. Ah, warte mal. Der Admin will mit mir sprechen. Okay. Ich muss mich hier... Ja, nee, ich scheiß auf den Admin, Alter. Nee, frag mal bitte nach. Das ist... Du sagst, das ist schon das zweite Mal jetzt. Ja, okay. Aber das geht einfach nicht. Ganz ehrlich. Kriech Plack, kriech einfach nur Plack. Dann könnte ich schon wieder instant anfangen, Counter-Strike zu zocken, um meine Aggression rauszulassen. Oder Alien Isolation. Nee, da kriege ich ja noch mehr Angst. Und noch mehr Frustration. Boah, jetzt ist er weg. Nö. Guck, was du Spaß und weiter geht's. Wenn. Unterwegs werde ich jetzt gleich abgeschossen, Alter. Ja, ich werde wahrscheinlich abgeschossen. Ich bin gleich tot. Nee, lauf einfach rechts an dem Dings komplett vorbei an der Baracke da. Ja, ich laufe jetzt parallel oben zur Lagerhalle. Weißt du denn jetzt genau, welches Waldstück ich meine? Ja, ja, deswegen. Ich laufe nicht zur Lagerhalle. Ich laufe parallel dazu. Genau. Parallel dazu sterben Mütter in Moldawien.
Keine Ahnung. Einfach nur bitter. Tja, schade, sehr schade. Damals hat das eigentlich immer ohne Probleme funktioniert. Force-Saven ging immer, Alter. Nur ganz früher, als Richie und ich das erste Mal gezockt haben, ging es noch nicht. So. Oder Max, da warst du auch noch dabei, als wir oben irgendwie das Auto hatten und dann war es despawned auf einmal. Ja. Ich glaube jetzt nochmal ungefähr den Weg lang, auch wo ich geflogen bin. Vielleicht steht er irgendwo zwischendrin, weißt du? Dass er einfach nur zurückgesetzt wurde. Ja, genau das. Also wie hat der das denn, Alter? Der stand da über 10 Minuten. Das verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Ja, auch nicht. Klingt's recht? Weiß nicht, ich habe keinen Marker. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Oh, zwischen, in dem Sinne, wenn du dieses Orion siehst. Nee, wie heißt es? Orino. Orino, genau dahinter. Orino, da ist Orino. Links davon im Endeffekt. Oh Mann, oh, Rich. Das ist Rich hier immer mit seinem Drecksfunk-Headset. Ja. So, wo müssen wir da hin? Wir müssen. Genau links von Orino ist eine einzige. Ja, ich hab's. Müssen wir mal links abbiegen. Irgendwann? Hier ist keine links. Ja, ich gucke gerade, auf welche Straße wir sind. Querfeld einfahren. Wenn ich das richtig sehe, müsste aber gleich eine Straße so. Ja, aber ich sehe hier gerade schwarz, glaube ich. Da ist nicht mehr da. What the fuck? Uiuiui. Boah, das war ja schon fast kotzen gerade. Alles gut, Max? Ich habe gerade Tabak verschluckt. Spieler gesehen. Genau. Bäh, ekelhaft. Beziehungsweise eingeatmet. Und ich dabei verschluckt, den ganzen Rauch mit eingeschluckt. Mit Tabak ein. Alter. Gut. Das kenne ich aber. Was lernen wir daraus? Rauchen ist ungesund. Bisschen. Nein, ohne Filter rauchen. Deshalb ist ohne Filter rauchen ungesund, weil man Tabak verschlucken könnte. Ja, so voll. So, Kalle, jetzt sag mir nochmal, welcher Berg? Zwischen der, warte. 146? Ne, 147, 146. Genau überhalb von der Lagerhalle, im Endeffekt. Sind zwei Berge. 47 sehe ich. Und genau links, 147 siehst du, und genau rechts gegenüber, links gegenüber, sorry, ist die 164. 164, so. Daran, dass du läufst, erkenne ich, dass der Helikopter weg war. Ja. Richtig. Und die. Oder wenn du die 147 siehst, oberhalb ist die 158. Ja, ich bin da gerade in dem Areal. Genau, und links genau von der 158 ist so ein Waldgebiet, das sieht aus wie eine Sonnenbrille. Wenn nicht, guckst du einfach mal kurz ins Stream rein, dann siehst du genau, was ich meine. Ich glaube, ich bin da gerade. Oh Mann! Ich laufe gerade da lang, Richie, wo ich denken könnte, dass er da vielleicht noch irgendwo ist, weil er zurückgesetzt wurde oder so. Das ist so ein Bullshit, Alter, ganz ehrlich. Das macht mir das Spiel irgendwie, weiß ich nicht. Also ja, das ist, ja. Tut dann einfach weh. Ja. Gerade nach so einer geilen Aktion, Alter. Die Aktion bleibt ja immer noch weiterhin geil. Es ist auch noch nicht zu Ende, so wie ich das sehe. Der Krieg geht weiter. Ohne Helikopter. Du weißt, wo wir sind, ne? Ja, wir müssen. 158. Es fährt hier die Straße. 157 sehe ich. Genau überhalb der 147. Ja, wir fahren jetzt gleich nach Gelati und vor Gelati fahren wir einfach links runter. Gelati, 157 hast du gerade gesagt, ne? 158. Okay. Guck doch kurz bei mir in den Stream rein, Kollege. Markierst du auch gerne dann. Ich glaube, wir müssen hier gleich durch die Pampa fahren. Mach mal schnell. Ich hab den Stream jetzt extra auf. Fahren wir hier links durch die Pampa. Also das ist die Karte, meine ich. Ja. Sonnenbrille.
Ja, die Straße geht gleich rechts, das macht keinen Sinn. Ach, okay, das ist diese kleine, die nicht über den Berg. Nach rechts geht, ne, die Sonnenbrille. Mhm. So eine schräge Sonnenbrille nach rechts unten. Ja, okay, genau, jetzt schräg. Ja, genau. Okay. Ja, dann müssen wir um den Berg rum. Ja, dann laufe ich mal hin, da. Ich habe eine Idee, Wir parken das Auto jetzt gleich hier irgendwie an die Seite, ne, verstecken das, dann laufen wir rüber über den Berg. Ja, genau. Und da ist er runtergegangen? Da hat er gelandet, ja. In dem Waldgebiet da, genau. Ja, da steht nichts. Wenn ich guck dich noch mal ein bisschen um nochmal, vielleicht siehst du es dann. Oder? Nee, ist ein Baum. Nee, ist nichts. Aber ja, kommst du links rein? Guck dich trotzdem mal um, vielleicht steht da irgendwo oder noch. Hm. Ja, ich müsste es jetzt genau sehen, wo du da stehst, damit ich weiß, ob das da. Ja, ich bin direkt drin in der Sonnenbrille, sag ich mal. Und da ist auch Platz, dass du einen Helikopter landen könntest, ne? Ja. Ja. Aber hier ist nichts. Komm raus. Ich lauf nochmal dahinter irgendwie hin. Also ein bisschen nördlicher davon. Scheiße, Alter, das ist so abfuck. Outfire Kill hat verbunden, der gehört auch zu Wort. Nee, hier steht leider nichts, ey. Nein, gar nichts. Was hab ich denn so Frame-Einbrüche? Das geht mir richtig auf Piss und ich könnte kotzen, Mann. Bist du noch drüben auf dem Tierarzt? Oh, da laufen zwei von denen. Warte, das sind wir, ach so, ich seh dich. Okay, Alter. Hab ich mir hingeschmissen? Ja. Ja, er ist hier oben, komm hoch. Ah, deswegen. Ihr wisst doch, dass ich hier bin, dann sagt das doch auch mal. Ich bin da gerade noch das letzte Stück übers Meer geflogen. Ich wette, der ist im Meer gespawnt oder so und jetzt ist er kaputt. Wie weit bist du weg vom Sumpf, Kalle? Warte mal, ich glaube, ich sehe ihn. Ich bin im Endeffekt links vom Sumpf. Ein Hund, okay. Guck mal, wo ich jetzt gerade hinlaufe, Richie. Da. Kap Telos laufe ich gerade hin. Guck, ob er da vielleicht irgendwo steht. Wo ist denn die Halle? Da ist die Halle, genau. Mhm. Warte, weißt du noch, wo der Helikopter stand, oder? Ja, warte. Ich laufe da gerade hin. Hier die Halle ist hier der Berg, wo Kalle die drei Jungs umgehauen hat. Und dahinter, hinter dem Berg, müsste der Heli stehen. Genau. Weil die drei Jungs, die wir dann erschossen haben, gehören die dann auch zu dem? Nee. Das war wirklich eine andere Mannschaft, ja? Ja. Yep. Wir hätten echt bis nach dem Server-Restart warten sollen, Alter. Jetzt wissen wir ja Bescheid. Ja, gut, wer ja, weiß, was sie dann gemacht hätten, ne? Naja. Kein Heli. Nee. Also. Das ist ein Bullshit, Alter. Ich wette, der steht jetzt irgendwo mitten auf der Karte, weil er halt vor Safe irgendwie zurückgesetzt wurde. Das kann ich mir richtig vorstellen. Ich laufe mal weiter. Gleich irre ich mich auch. Er ist über den nächsten Berg. Glaube ich aber nicht. Ich meine, ich bin richtig. Nee, Mann, das. Da war ich ja schon, wo Kalle gezeigt hat. Nichts. Du warst fuck. Hier haben wir ja den Unfall gebaut. Oh Mann. Das ist richtig bitter, ist das Scheiße. Ich würde jetzt eigentlich, also ist irgendwann noch drüben? Ich würde das ganze Areal hier durchgucken, weil vielleicht war ein Forsafe irgendwo hier, als sie mal gelandet sind, weißt du? Dass sie irgendwie noch in der Nähe runtergegangen sind irgendwann mal. Ist keiner mehr drüben und will ein Admin Bescheid sagen oder was? Nee. Ja, der wird sowieso nichts machen, der wird sagen, ja. Ja, der soll uns sagen, wo der scheiß Helikopter steht. Macht er nicht. Können die nicht, die haben nicht so ein Interface.
Nee, hier weit und breit ist auch gar nichts, Alter. Nee. Nix, nix. Ist das Auto noch da? Wieso du? Der Pickup oben im Wald, wo du bist. Nö. Nichts. Ey. Das ist behämmert, letzte, Alter. Was ist denn los der letzte, hier? Der letzte Force-Safe war ja aber da, wo der LKW stand, ne? Vielleicht da nochmal abchecken. Das ist ja nicht weit. Naja. Das kann nicht wahr sein, Alter. Ohne Scheiß. Alles despawnt, verschwindet. Außer das Auto in unserer Base. Da hinten läuft ein Spieler, Alter. Ich oder was? Nee, nee, der läuft weg gerade von der Base. Bei deren? Also nicht von der Base, so schon ein bisschen weiter hinten, da wo ich bin. Ah, der geht in eine komplett andere Richtung. Aber zu keinem von uns, oder? Nee. Komplett in Richtung Osten, geradeaus durch in die Stadt. Okay. Lassen wir den mal. Ja, abfuck, ne? Vielleicht leg mich jetzt in ein Gebüsch und dann gehe ich nochmal rüber ins Teamspeak, Alter. Ja. Gar nicht, Mann. Wenn ich jetzt demnächst die VOD-Leute wieder mit dem scheiß Orca rumfliegen sehe, dann raste ich richtig aus. Wir haben VOD gesucht, wir haben VOD gefunden. Ja, richtig, wir sind jetzt vor deren Bases. Richtig, und darauf warten wir jetzt einfach. Wir haben ja sonst nichts mehr zu verlieren, wir haben nichts. Mal gucken, ob die auch dann nichts mehr haben gleich. Nochmal hier unten, Alter. Oh Mann, wer spammt mich denn so hart zu in Steam, Alter? Ja, hier unten im Scheißwald ist auch. Oh, was will sie hier? Ich frage mich, ob der Hunter kommt. Möglich. Sorry. Hab ich mich ja schon. Oh Mann. Tja, Freunde, was willst du machen? Ausrasten. Richtig. Das werden wir auch gleich tun, sobald wir einen sehen hier an der Base. Das sind Franzosen. Na ja, klar. Alter. Ja? Oh, da kommt, glaube ich, echt der Hunter. Wo? Oh. Lüg nicht, Max. Nein, nein, zur Basis, wirklich. Hey, wo bist du? Oder ich ist das der, ist der Hunter, der dieses dick hätte, gefett gepanzerte Ding? Ja, ne? Ja, ja, so eins davon, ja. Auto. Ja. Genau, das soll er sein. Ich bin jetzt gerade hoch. Berg hoch. Wo fährt er hoch? Den Berg, ich glaube, deine Richtung. Jetzt sehe ich ihn nicht. Ist er in der Senke? Nee, vom Salzfeld nicht. Lauf einfach mal zu Orino. Ich bin am Salzfeld. Welchen? Dem großen? Ja. Dann lauf mal zur kleinen Militärbasis. Ja, wo bin ich? Gut, dann treffen wir uns da gleich, komm gleich hin. Wir haben noch 5 Kilometer bis nach, gar nicht, wir haben noch mehr. Ist aber doch weit weg, oder? Der ist an der Basis, direkt dran vorbeigefahren bei denen. Jetzt ist er auf der Bergkuppe. Ist halt auf der anderen Seite runter. 12 Kilometer haben wir dann noch. Der sucht den Heli. Ah, der ist hier bei mir, fuck! Lol. Hat er dich gesehen? Er hat mich nicht erwischt, das ist der Strider. Oh. Ja, ich seh dich, Rich. Ich hab so wenig Munition mit, Alter. Das sind die VOD. Bist du gerade in dem Turm drin? Ja. Bitch. Okay. Wir lassen ja einen raus. Jungs, ich brauche Hilfe. Ja, ich bin auf dem Weg.
Komm runter. Oder wie weit bist du vom Berg weg? Darfst du es über die Kuppe noch? Richie, bleib stehen. Da, ich sehe den Strider. Hausein rausgelassen. Ich sehe den Strider. Du musst gleich durchlaufen, wir brauchen jetzt Hilfe. Da sind noch zwei Stunden, die überlaufen müssen, Alter. Oh fuck, nein. Ich check kurz nach der Waffe. Ich sehe den nicht. Ich sehe ihn. Ist ein Spieler draußen, der ist genau bei mir am Stein, wo ich tot bin. Leck, Alter. Oh. Den auf der Kuppel, zwei Stück. Ja, ja. Keine Waffe. Hab ihn erwischt. Ja, ist klar, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Hm? Jo, ich bin schwer getroffen. Wie auch immer. Wie auch immer. Von wo? Du hast ganz genau gesehen, dass da keiner war, Max, oder? Nee. Ist klar, Alter. Ich hab ihn so verwundet, dass er gegangen ist. Und dann ist er die Bergkuppe nach hinten rausgegangen. Ja. Und dann wurde ich auf einmal gecasht. Ja, ist klar, Alter. Ist richtig klar. Ich will ja nichts unterstellen, aber ne, war schon ein starkes Stück. Also so einen Schützen möchte ich sehen, der durch einen Stein... Es spielt keine Rolle jetzt. Lass mich doch der mal Max aufregen, ist noch da. Alter. Ja. Ich sehe ihn da oben auf dem Hang stehen, aber ich sehe keinen rumlaufen. Und ich ja auch ein beschissenes Visier dafür. Er ist hinter den Stein gegangen. Weil er so verletzt war, ist er langsam den Stein runtergegangen. Ich hatte nur ein Magazin, Alter. Ja, okay, dann nützt es alles nichts. Dann müssen wir uns einfach schnell wieder zusammenlupen, schnell, und dann gehen wir wieder zu hin. Wo sollen wir einen Spawn? Westen, ne? Ja, Spawn am besten, dann gehen wir zu unserer Basis erstmal. Und dann looten wir uns schnell wieder zusammen und dann raiden wir die richtig, dass wir den Strider von den Fotzen kriegen. Na. Was denn? Meine Güte, ihr seid aber ganz schön aggro. Natürlich, ja. Helikopter weg, Alter, und dann so eine Scheiße. Dafür können die ja nix. Ja, weißt du doch nicht, ne? Der ist grad, es geht gerade um den Sinn, ja, weil Max ganz genau weiß. Lol. Bitte was nochmal? Nein, ich sag's jetzt nicht nochmal. Max, bitte wiederhole es laut und deutlich. Er wurde überfahren. Hast du auf die geschossen, dass sie dich spotten konnten oder was? Ja, nee, der kam auf einmal aus der Sonne. Also ich dachte, er ist weggefahren, geht den Berg hoch, nach links durch den Wald. Und dann kam er zwischen den Bäumen, direkt über den Hügel. Über mich drüber. Ich hab nur versucht, irgendwen rauszuschießen, aber. Ja, das schaffst du nicht. Nee. Ich reg das halt nur mega auf, Alter, weil das. Da war kein anderer. Gut, dann sammeln wir uns erstmal. Ja, Brian, Morrow ist nicht der Einzige, der im Rage-Mode anhat. Also, ich bin auch im Rage-Mode, weil es einfach total behindert ist. Weil wir hatten jetzt eigentlich einen Helikopter, der ist despawned. Und unser Offroader von Morrow, der ist auch despawned. Ja, das war dann einfach die erste Schlussfolgerung, war dann, okay, schnell zurück zur Base gucken, ob der Helikopter da noch steht. Aber nö. Der ist komplett weg. Die werden immer mehr, Alter. Nee, haben wir was zu tun? Aber wie sie einen überfahren haben, oh Mann. Ja, weil es Pussys sind. Wir würden zwar genauso machen, aber, ja. Wir hatten einfach keine Chance, wir waren gerade nicht in voller Stärke gerade da. Richtig, Sonst hätten wir den noch rausschießen können aus dem Strider. Weil die Scheiben von dem sind für den Arsch. Aber immerhin wissen wir beide, was Sache ist. Was denn wieder spawnen, ne? Ja. Gut, dann soll's so sein. Dann treffen wir uns erstmal. Ja, erstmal alle zur Basis.